Demnächst wird in St. Pölten gewählt. Im Rahmen einer Pressekonferenz gab Bürgermeister Matthias Stadler einen Zwischenbericht. Am 17. April wird in der Landeshauptstadt gewählt und der Wahlkampf läuft bereits auf Hochtouren. Im neuen Servicebüro Red Point in der St. Pöltener Innenstadt wurde die SPÖ-Kampagne präsentiert, ganz auf den Spitzenkandidaten Matthias Stadler zugeschnitten. Eigentlich haben wir ja nichts gemacht. Wir haben eigentlich nichts gemacht, außer dass wir den Herrn Bürgermeister so abgebildet haben, wie er ist. Ernsthaft, fokussiert, aber auch leidenschaftlich und humorvoll. Man merkt einfach, dass sein Handeln und sein Tun von Liebe, Lust und Leidenschaft geprägt sind. Dass er wirklich die Stadt wie eine große Familie sieht und als Stadt überhaupt so handelt. Die Kampagne besticht durch moderne und auch selbstironische Aussagen, die dem Bürgermeister zu gefallen scheinen. Was mir an der Werbelinie sehr gefällt, ist das Augenzwinkern, das gegeben ist, auch der Zugang, der menschliche, der hier auch von der Agentur gewählt wurde. Wahlen bedeuten auch Plakate, bedeuten Folder, bedeuten viele andere Dinge bis hin zu Werbemittel und Giveaways, aber Werbemittel bedeuten auch moderne Medien. Dazu gehören eine Homepage, dazu gehören auch die Betreuung von Facebook, Twitter und anderen Dingen, die aus der heutigen Kommunikation nicht wegzudenken sind. Und der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Der hat aus meiner Sicht ganz sicher Berechtigung. Deshalb ist es notwendig, die Zeichen der Zeit immer wieder zu erkennen und darauf zu reagieren und altes Handeln und Tun darauf abzustimmen. Das Wichtige aber in einer Wahlauseinandersetzung ist nicht nur das Werbematerial, sondern das Wichtige ist das, was hat man geschafft, was hat man vor. Das sind die Themen und wir konzentrieren uns dabei auf die Themen Sicherheit, Arbeit, Bildung, Leben, Soziales und Mobilität oder Verkehr. Mit schnellen Schritten nähert sich die Gemeinderatswahl. Die SPÖ scheint gut gerüstet.